knock, knock. Fandst du nicht so doll, ne? Ist aber egal. So, jetzt blenden wir dich noch. Zack, jawohl. So. Du hast sie von dem Zweig weggelockt. Hast du fein gemacht, Jess. So, dann können wir wieder zu unserem Freund wechseln, zum Daddy. Und jetzt mal das Zweigchen hier wegbewegen. Na? Unzufrieden, weil ich dir das Essen klaue? Kriegst du ja gleich wieder. Bloß nicht zu weit gehen, ne? Oh, da ist jemand gerade online. Ja, gut. Einfach mal ignorieren, unten rechts. Also, jetzt bist du da, wo du hingehörst. Jetzt kann ich das Tor schließen. Gut, dann können wir das Tor jetzt schließen. Das ist sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schließen. Oh, hier muss man ja richtig... Tipp, 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 tipp. Ach, meine Güte, ist das langsam. 70.000 Mal drücken hier, ist ja nervig. So. Na, bleibst du wohl drin? Ungebetene Gäste abgeschlossen. Ich bin dabei. Oh. Aha. Ahahaha. Ha. Oh nein. Ahahaha. Huhuhu. Oh. Wenn man dran denkt, dass die Kleine so groß wie das Auto war. Huhuhu. Oh, zu. Zu, 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 zu. Das geht nicht so schnell. Shit. Oh, fu. Oh, fu. Oh, 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 oh. Finde ich gar nicht schön. Ah, zuckersüß. Oh. Hier, mach mal was. Ja, reiß die Drähte raus. Los. Ah, sehr gut. Ihr gemeinen Säcke. Komm, reiß irgendwelche anderen Drähte raus. Aha. Geht die scheiß Hupe auch mal wieder aus? Tipp, 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 tipp. Diesmal bleibt sie auch aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hä, Problem. Pünktlich zum Showdown erwacht. Oha! Oha! Hey T-Rex! Hey T-Rex! Na, Dicker? Oh, und unser Freund liegt immer noch hier unterm Gitter. Oh, 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 oh. Es geht's Auto zurück. Oh, oh, oh. Wie war das mit dem Kampf zwischen T-Rex und Triceratops? Ja, mach doch mal, Mensch hier. Ja, 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 zeig mir meinen Typen hier. Ich will hier raus. Aber ganz schnell, los. Oh. War ja gar nicht knapp, nein. Wuhu. Ganz schlechte Position. Wuhu. Verdammt. Und jetzt? Ja, hilf erstmal Jess raus. Und dann müssen wir noch die andere da rauskriegen, ne? Wow. Wow. Oh, 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 oh. Schlecht. Stillhalten. Hui. Hui.
Ah, weg, 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 weg mit dir. Lauf. Nimm die Beine in die Hand. Ja, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Steh auf. Ja, geh da links lang. Los. Die beiden können kuscheln, wenn sie wollen. Sehr gut. Oh, und jetzt das Ganze nochmal mit unserem Freund hier, mit dem Daddy. Wow. Aufrappeln, los. Du schaffst das. Jawohl. Das war aber knapp. War das knapp. In Sicherheit, Freunde, in Sicherheit. Hui. Alles in Ordnung? Ich bin in Ordnung. Du auch? Ja. Mir geht's gut. Alles ich glaube, ich brauch's mal eine Pause. Ja. Zwei Arme und zwei... ja. Wahnsinnig lustig. Damit sollte sie es über die Nacht schaffen. Den Rest davon. Morgen bekommt sie eine richtige Behandlung. Puh, ja, Kopf hoch. Wir sind nur fast gefressen worden. Ansonsten ist alles okay. Ich höre die Dinosaurier nicht mehr. Sicher sind sie weit weg. Ja. Ein bisschen das Licht für die Nacht. Ein altes Häschen-Nachtlicht. Erinnerst du dich noch? Ohne wolltest du nie schlafen gehen. Dad, die Dinosaurier kommen nicht durch die Tür, stimmt? Hä, wie denn? Da müssten sie sich schon sehr klein machen, um da sich durchzuzwängen. Also, ja, sie ist zu klein. Nun, sie könnten es versuchen, aber sie passen nicht durch. Dad? Ja, Liebling? Weißt du noch, wie ich meinte, dass ich kämpfende Dinosaurier sehen will? Ja. Das war ja so toll. Versuch zu schlafen, Süße. Ist sie gestört oder was? Die ist gerade fast niedergetrampelt worden. Na gut, legt euch alle erstmal nieder für die Nacht. Sicher ist sicher, wa? Paar Betäubungspfeile, falls doch irgendwas passiert. Man weiß ja nie. Es gibt ja nicht bloß Triceratopse und T-Rexe in diesem kleinen Zoo. Schlaf gut, Mr. Harding. Es wird ein harter Tag morgen. Da kannst du dir sicher sein. Oha. Na, ob ich mich da raustrauen würde? Ich weiß nicht. Gucken wir erstmal durch den Schlitz. Keiner da? Keiner da. Was können wir hier noch machen? Achso, das Gewehr erstmal prüfen. Für alle Fälle bereit sein. So, und dann ab durch die Tür, du großer Held. Los geht's. War ein seltsamer Kapitelwechsel gerade, aber gut. Aha. Süß. Ist er nicht putzig? Ich finde Vögel putzig irgendwie. Die haben so einen drolligen Körperbau. Was glaubst du, wer hat gewonnen? Das wäre jetzt garantiert auch mein größtes Problem. Oh schön, hier liegt ein Horn vom Triceratops rum. Tja, also da keine Leiche da liegt, würde ich mal sagen, niemand, oder? Sieht aus, als hätte Margaret ein Horn verloren. Aber der T-Rex hat sicher auch was abbekommen. Das darf nicht passieren. Ein freilaufender Triceratops, okay. Aber ein T-Rex... Das ist mehr als inakzeptabel.
Ich muss mit Muldoon und dem Sicherheitsteam reden. Oh oh, wirst du richtig auf den Tisch hauen? Wer immer das zugelassen hat, muss zur Verantwortung gezogen werden. Ich werde auf den Tisch hauen. Cool. Das klang sehr überzeugend. Also, wie kommen wir zum Besucherzentrum? Tja, gute Frage. Viel haben wir ja nicht an Möglichkeiten, ne? Wie wär's per Anhalter? Hier kommen doch bestimmt 3000 Autos am Tag vorbei. Wenn wir auf der Straße gehen, wird sicher bald jemand vorbeikommen. Hoffentlich jemand mit einem Auto und kein T-Rex. Zumindest steht die Stromversorgung wieder. Das sollte doch was nützen. Na, immerhin. Stimmt, die stand im Film dann auch wieder, wenn ich mich recht entsinne. Die Videoverbindung steht. Wie haben Sie das gemacht? Leicht zu hacken. Das System wird nur von Bindfaden und Spucke zusammengehalten. Genau wie der Rest des verdammten Parks. Sieht aus, als hätten nicht nur wir das Boot verpasst. Da draußen überleben sie nicht. Wir holen sie da raus. Wie kommen wir zu ihnen? Wir sind meilenweit entfernt und die Straße ist unterspült. Wir sitzen vielleicht in der Wildnis fest, aber die beiden stehen mitten auf der Hauptroute der Tour. Sehen Sie mal. Ha, sehr gut. Wer auch immer das ist, wir kriegen Unterstützung. So, wie können wir denn jetzt hier... Aha. Ich frage mich, ob hier noch irgendwas funktioniert. Gucken wir mal hier rein. System online. Die Ausstellung hat Strom. Das bringt uns hier draußen aber gar nichts. Nicht? Ich hätte gedacht. Ja, wie kann ich das denn wieder wegmachen? Kannst du hier irgendwie wegmachen? Wegmachen? Aha, dankeschön. Was haben wir denn hier? Hauptleitung. Alles da. Sehr gut. Aus, als würde die Leitung zum Besucherzentrum noch stehen. Hilft uns das? Nicht wirklich. Aber es könnte den Leuten auf der Route helfen, wenn wir ihnen ein Fahrzeug beschaffen können. Aha! Ja gut, dann würde ich mal ganz gern zurückgehen. Und dann schauen wir mal bei den Tourfahrzeugen. Mensch, das Gehacke bin ich bloß von meinen Let's Plays sonst immer gewohnt. Dass das System online ist. Aber Jurassic Park Computer scheinen auch nicht die besten zu sein und wir brauchen Sicherheitszugriff. Na toll. Na gut, ich brauche wohl einen Sicherheitszugriff. Hast du sehr gut erkannt. Okay, wo kriegen wir denn her? Ich weiß es nicht. Zumachen. So, was haben wir noch? Daten, Sicherheit, das klingt gut. Netryland hier oben. Ach okay, der geht schon von alleine auf Sicherheitszugriff hier. Ah! Dennis Nedry, Sie wollen ein Zauberer? Ich habe ein paar für Sie. Oh, jetzt musste ich was drücken. Habe ich verpasst. Hier, tipp mal. Ja, tipp. Was wird das? Stadry? Natürlich. Ist klar, wir haben Zugriff. Mal sehen, was wir damit anfangen. Was auch immer das heißt, ich weiß es nicht. Aber das ist auch aus dem Film genommen, mit dem Sicherheitszugriff. Also das ist ja... dass der da lustige Sachen drauf spielt. So, und jetzt können wir wohl auf die Tourfahrzeuge zugreifen, hoffe ich doch, oder? Das jawohl! Ist doch was. Was haben wir da? Fahrzeuge 1 bis 4. Fangen wir mal mit hinten, ganz hinten an. Offline, ärgerlich. Totalausfall, Wartung erforderlich. Wie oft habe ich gesagt, dass der ganze Park in einer Katastrophe enden wird? Ziemlich oft. Hoffentlich funktioniert wenigstens einer dieser Schrotthaufen. Gucken wir mal weiter, wir haben ja noch 3 zur Wahl. Geht das wieder weg? Nein, wir müssen es selber drücken, okay. Gut, Fahrzeug 3 vielleicht? Okay, schon besser. Schäfchen. Wartet einfach da und ich schicke euch einen Wagen. Sehr gut. Mensch, das ging ja schnell. Und das ist einer von den hübschen Wagen, die von der Tour sind hier. Nicht so ein hässliches Ding, wie sie vorher hatten. Aber die vorher waren ja auch nicht die Schienenfahrzeuge. Das sind die Fahrzeuge, wie man sie aus dem Film kennt. So? Man weiß, dass wir hier sind. Du hast gesagt, ich soll niemals trampen. Außer du bist auf einer Insel voller Dinosaurier. Los, Liebes, holen wir unsere Patientin. Haha, wie lustig. Wer bringt uns dieses Ding? Die Tourfahrzeuge fahren nur ein paar Ziele an. Sie uns hören. Wir müssen zum Besucherzentrum. Sieht aus, als wäre jemand verletzt. Ich bin überrascht, dass wieder auf Kurs abgeschlossen. Bringen wir sie zum Zentrum.